Eine der häufigsten Fragen, die mir rund ums Motorradfahren hier von euch gestellt werden, ist: Hey Matthias, wie schaffe ich es beim Anbremsen, nicht unbedingt nach vorne zu rutschen und nicht das Gefühl zu haben, vorne übers Motorrad abzusteigen? Das ist eigentlich so die Standardfrage, die ich sehr, sehr oft kriege, und ich habe mich mit dem Thema jetzt einmal befasst, um für euch eine perfekte Anleitung zu geben, wie ihr das in Zukunft besser machen könnt und um in Zukunft nicht mehr dieses Gefühl des nach vorne runterfallens zu haben. Bleibt dran! Die Körperhaltung beim Bremsen besitzt meiner Meinung nach zwei wichtige Faktoren, die sich jeweils wieder unterteilen. Auffällig ist jedoch, dass keiner dieser beiden Faktoren, ohne in Kombination mit dem anderen gebracht zu werden, funktionieren. Somit sind beide extrem wichtig. Starten wir im Video. Logischerweise ist natürlich klar, sobald du bremst, ist es halt so, dass dein Körpergewicht durch die Fliehkraft nach vorne will, logischerweise. Und ich denke, umso schwerer du bist, desto stärker ist dieses Phänomen. Es gibt aber ein paar Faktoren, die man dadurch beeinflussen kann. Und ich gehe jetzt mal so eine 3-Punkte- bzw. 4-Punkte-Regel durch, die je nach fahrerischen Level von euch, von dir, passt oder eben nicht passt. Ich fange mal mit der 3-Punkt-Regelung an. Die 3-Punkt-Regelung ist im Endeffekt nichts anderes. Ich verbinde mich mit drei wichtigen Punkten mit dem Motorrad. Und zwar ist es eigentlich relativ simpel. Fangen wir an mit der kurveninneren Fußraste. Das Wichtigste dabei ist, dass ich meinen Fuß mit dem Ballen darauf abstelle und den Fuß so weit wie möglich aufdrehe. Durch das Aufdrehen entsteht eine gewisse Spreizkraft zwischen mir und der Fußraste. Weiter geht's mit der äußeren Fußraste. Sie spielt auch schon beim Anbremsen eine entscheidende Rolle. Wenn ich hier meine Hacke in die Raste einhänge, steht mein Bein in einem anderen Winkel zum Tank und ich kann zum notwendigen und dritten Punkt, und zwar dem Knieschluss, mehr Druck aufbauen. Der Knieschluss ist der wichtigste aller Faktoren, welcher aber nur funktioniert, wenn die anderen zwei Punkte stimmen. Somit, alle sind voneinander abhängig. Diese 3 Punkte sind dazu notwendig, um mich perfekt ins Motorrad, ich sage immer so, einzuhängen oder einzuklammern. Ich will mich quasi wie so ein Zecke ins Motorrad einklammern. Hier ist auch sehr wichtig, dass die Ergonomie von den Fußrasten exakt passt. Und das ist auch bei den Serienmotorrädern in der Regel nicht das Problem. Man neigt oft gerne dazu, dass die Fußrasten aber bei Tuning-Fußrasten zu weit hinten sind. Wenn diese Fußrasten zum Beispiel zu weit hinten sind, dann passiert es gerne, dass ich diese Kombination dieser 3-Punkte, also sprich innen mein Fuß auf den Ballen aufdrehen, außen meinen Fuß an der Hacke einhängen und den Knieschluss zu machen, funktioniert nicht, wenn die Fußrasten zu weit hinten sind. Weil dann passiert nämlich Folgendes, dass ich mich nicht vernünftig vom Motorrad mit meiner Faustregel vom Tank wegsitzen kann, sondern dann passiert es, dass ich so nach unten rutsche und dann dieses typische Ass-off oder dieser Knick in der Hüfte existiert. Das ist, wenn die Fußraste zu weit hinten ist. Selbst wenn ich jetzt auf ein Motorrad raufgehe, wo für mich die Fußraste zu weit hinten ist, dann passiert mir genau dasselbe Phänomen. So, bei dieser 3-Punkt-Regel ist jetzt beim Anbremsen sehr wichtig, dass ich schon das Knie aufmache. Der Vorteil beim Knie aufmachen ist, dass das Motorrad schon leichter tendenziell in die Richtung der Kurve, weil wir sagen ja, da vorne kommt eine Linkskurve, schon leichter einlenkt dann am Einlenkpunkt. Und jetzt kann ich auch, wenn die Fußraste vorausgesetzt passt, kann ich jetzt auch einen Druck am Motorrad ausüben, indem dass ich hier am Fuß, am inneren Fuß des Motorrads quasi nach vorne von mir wegschiebe und mich nach hinten abstütze. Das heißt, umso mehr Kraft ich in diese innere, äußere Fußraste und an dem Knieschluss bringe, desto weniger habe ich hier oben an den Armen zu tun.
Und das ist eigentlich hundertprozentig entscheidend. Und ich habe jetzt auch speziell ein Lederkombi an, weil man hier auch mit dem Leder eigentlich schön an dem Tank hier kleben bleibt. Wenn man nicht so gut kleben bleibt, gibt es auch so Stomp Grips zum Beispiel, die man hier ranklebt, dann hat man einen guten, einen besseren Kontakt. Und dann hat man den Vorteil, dass man einfach weniger Kraft hier an den Armen hat und weniger Kraft beim Bremsen aufwenden muss. Eine völlig unterschätzte Hilfestellung für das Entlasten der Oberarme ist der sogenannte Gegenwind. Umso schneller die Geschwindigkeit, desto besser hilft er uns. Simpel, oder? Allerdings funktioniert das nur, wenn wir auch hoch genug mit dem Oberkörper aus der Kanzel gehen und den Wind wie eine Art Fallschirm auffangen. Glaubst du nicht? Dann probier's doch aus. So, warum sage ich jetzt, dass die 3-Punkt-Regel quasi mehr für den Fortgeschritteneren ist? Einfach aus dem Grund, der Fortgeschrittenere hat mehr muskuläre Möglichkeiten, diese schon einleitende Phase in die Kurve zu machen, weil er mehr muskuläre Möglichkeiten hier in dem Rumpfbereich, in den Oberschenkel hat, um diese Klemmung im äußeren Fuß und das Aufdrehen hier besser zu machen. Er kann mehr Kraft aufwenden. Derjenige, der noch nicht so trainiert ist, kann die 4-Punkte-Regel machen und das ist für mich einfach dann gar relativ simpel, das innere Knie noch an dem Tank lassen und den Tank zusammenpressen. Umso mehr ich hier zusammenpresse, desto weniger Kraft brauche ich noch auf die Hände. Und selbst auch mir, wenn ich in manchen Passagen bin, wo ich stärker bremse, es kommt auch ein bisschen auf die Kurve drauf an, auf die man zukommt. Wenn es Passagen gibt, wo ich richtig hart, stark anbremse, dann lasse ich auch oft mal mein Knie noch dran. Das Ganze funktioniert aber nur, wenn ich richtig sitze. Sprich, wenn ich nicht zu weit vorne im Motorrad sitze, also sprich mit meinen Eiern am Tank und mittig drin sitze, weil dann kann ich die Füße nicht zusammenkneifen. Der Hauptgrund für die Schwierigkeiten beim Ausführen der richtigen Haltung, wenn man bremst, liegt eigentlich in der Vorbereitung. Ich sehe immer wieder Fahrer, die erst beim Anbremsen aus der mittleren Sattelposition sich umsetzen. Das ist der Startschuss nachfolgender Fehlerquellen. Es ist essentiell, sich auf der Geraden schon mit einer Kniebeuge von der einen auf die andere Seite zu setzen. Auf der Geraden ist das Bike stabil und du kannst den Lenker schön locker lassen. Manchmal nutze ich hierfür sogar auch den Schaltimpuls des Quickshifters. Dieser hebt einen sowieso immer schon leicht aus dem Sattel. Gehen wir noch kurz auf die Handhaltung ein. Ich selbst bremse zwar mit 2 Fingern, aber das sollte nicht unbedingt die Benchmark sein. Viele Profis bremsen mit 4, mit 3, wie zum Beispiel Rossi, oder gar mit einem wie Marc Marquez. Hier sollte jeder seine für sich beste Entscheidung treffen. Wichtig ist aber, dass der Übergang von Gas zu Bremse so smooth und so locker wie nur möglich geschieht. Auch die Hebelergonomie spielt hier eine entscheidende Rolle. Wenn die Bremse gezogen ist, sollten die Finger in einer Linie zum Arm verlaufen. Denn dann hast du den wenigsten Aufwand beim Umgreifen. Von dem her, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, das war ein bisschen hilfreich. Probiert es aus, nehmt euch die Zeit. Das ist sehr wichtig, das kostet euch nichts. Zu Hause Lederkombi anziehen, in die Garage reingehen, üben. Kniebeugen machen, ein bisschen Fahrrad fahren, vielleicht auch ein bisschen laufen oder auch einen Berg raufgehen, hilft auch sehr gut. Beinpressen machen und ihr werdet sehen, beim nächsten Rennstrecken-Event wird es euch weniger noch vorne pressen beim Bremsen. Darauf aufpassen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gebt mir gerne einen Daumen nach oben für dieses Video. Abonniert auch gerne den Kanal, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Ich wünsche euch viel Spaß, bis zum nächsten Mal und ciao.